den Semesternachrichten. Diese Woche endet ja das Wintersemester und ab am Freitag sollen die ja online verteilt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, per Mail, haben Schüler erzählt, ne? Erklären Sie mich auf, wie funktioniert das diesmal, die Verteilung der Semesterzeugnisse? Jetzt können wir bei der Beantwortung einen interessanten Test machen. Wie sieht es die Administration und Verwaltung vor und wie kommt es tatsächlich in der Schule an? Also wie sieht es die Verwaltung vor? Wir haben gesagt, es möge jetzt am Semesterende die Zeugnisse nicht verteilt werden, aber auch nicht en masse abgeholt werden, weil dann hätten wir genau den gegenteiligen Effekt. Alle kommen in die Schule, wir hätten sozusagen viel Mobilität und möglicherweise eine ähnliche Situation wie bei den Skiliften oder bei den Eislaufplätzen. Nein, aber es wird online verteilt, oder? Nein, von online verteilt nicht. Was wir gesagt haben ist, die in der vierten, achten oder neunten Schulstufe können sich's abholen, weil dann brauchen sie die Schulnachricht möglicherweise zur Anmeldung an einer anderen Schule. Alle anderen mögen warten, bis die Semesterferien wieder vorbei sind. Aha, interessant, ja.